meine frugalen Freundinnen und Freunde. Heute ist Dienstag und ich präsentiere euch meinen zweiten Einkauf für diese Woche. Diesmal habe ich auch wieder was von der Arbeit gratis bekommen. Und zwar gestern wurden wieder Sachen aussortiert und ich habe dreimal Schoko-M&M's mitbekommen. Für uns dreimal Twix. Ist auch schon ein Weilchen abgelaufen. Sekunde, kann man das sehen, wann das abgelaufen ist? Am 26. Die sind auch am 26. abgelaufen. Und das Maß ist schon am 12. abgelaufen. Die Süßigkeiten sind gratis, kommen in meinen Vorratsschrank und ich brauche nichts Süßes mehr kaufen. Das ist ganz angenehm bei meinem Teilzeitjob, beziehungsweise Nebenjob. Da gibt es immer mal wieder was gratis, was abläuft, beziehungsweise gerade abgelaufen ist. So, und dann war ich jetzt gerade noch im Pennymarkt. Da habe ich für unser heutiges Mittagessen eingekauft. Und zwar gibt es heute bei uns gemischten Salat mit Eiern und Käse. Dafür habe ich dann eine Schlanggurke mitgenommen. Die hat 59 Cent gekostet. Neue Milch für 1,15 €. Da kaufe ich immer die Vollfett-Biomilch. Oder pflanzliche Alternativen, aber gerade gibt es aktuell nichts im Angebot. Dann für den Salat Gouda am Stück für 3,49 €. Da habe ich es tatsächlich geschafft, ein Stück mit nur zwei Enden zu bekommen. Habe ich weniger Abfall. Ich reibe den immer selbst. Das ist günstiger, als wenn wir den fertig geriebenen Käse schon kaufen. Dann einmal Salatdressing für 1,39 €. Das wird auch immer teurer, wenn man bedenkt, dass das, ich glaube, letztes Jahr noch 99 Cent gekostet hat. Also 40 Cent mehr. Und für den Salat noch ein Zwiebelbaguette für 89 Cent. Insgesamt hat mich der Einkauf 7,51 € gekostet und ich habe auch noch drei Payback-Punkte bekommen. Gleich mache ich das Essen fertig, dann werde ich heute Nachmittag arbeiten gehen. Und morgen habe ich einen freien Tag. Da werde ich dann etliche Sachen erledigen und vielleicht einen Wocheneinkauf starten. Das weiß ich noch nicht so genau. Je nachdem, was mein Mann zu essen haben möchte. Der ist dann nämlich im Büro. Heute ist er im Homeoffice und deswegen gibt es dann was Schnelles. Und es ist warm. Da habe ich mir gedacht, ein Salat mit Eiern und Joghurtdressing ist dann ganz angenehm. Ich werde mir was mitnehmen und mein Mann isst das dann zwischendurch, wenn er gerade kein Meeting hat. So, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, sonnige Woche. Entspannt euch und alles Gute.